ist auch die kontrollierte Torheit mehr oder weniger in dem Moment, wo es dir, ja, wo du jetzt deine Persönlichkeit rausnimmst und den Geist entscheiden lässt, ist es kontrollierte Torheit. Dann kannst du reagieren, wie du willst. Letztendlich aber bist du einfach bereit, dem Fluss der Zeit zu folgen. Ohne Widerstände. Und dann fragt man auch, dann fragt sich der Verstand auch nicht die ganze Zeit, ja, aber warum ist denn das jetzt so und. Und diese Zeit ist natürlich immer so eine Umbruchphase, die nicht so ganz angenehm ist, die etwas turbulent ist, aber wir haben im Moment sehr turbulente Zeiten und es wird auch wahrscheinlich nicht auch viel besser und das ist auch gut so, weil sich die Menschheit von innen nach außen krempelt, ganz einfach, und weil das notwendig ist, weil hier alles auf eines drängt. Wir sollen im Grunde diese Quantensprünge vollbringen, die jetzt anstehen. Und da müssen wir einfach jetzt in die Pötte kommen irgendwie. Und deswegen werden die äußeren Umstände einfach manchmal etwas unangenehm. Und von daher, ich lasse dieses Ergebnis, da möchte ich gar nicht eigentlich drüber spekulieren oder so. Damit würde ich es nur schmälern oder eben wieder verschmutzen durch meinen Verstand. Deswegen lässt man diese Dinge einfach offen. Und genauso eben auch der Weg jetzt. Es ist wirklich, ja, man sollte die Dinge, ja, die man anstrebt, bildlich sich vor Augen führen. Ja, das, was du dir wünschst, sollst du dir ja bildlich vor Augen führen und dann eben aber vorher schauen, ob es der Makellosigkeit des Kriegers entspricht oder ob es nur wieder erfüllte Bedürfnisse sind. Aber insgesamt bedeutet es ja auch, du sollst die Welt nutzen in allen Teilen. Nutze jedes Stück von ihr, aber sei auch nicht beleidigt, wenn du selbst dann benutzt wirst. Ja, so ist es eben. Ja, das ist dieser Kreislauf, das ist dieses Kollektiv. Aber eben, wenn man da widerspruchslos reingeht und diese Dinge einfach zulässt, im Bewusstsein, im Vertrauen, und da braucht es einfach dieses Vertrauen, dass wir tatsächlich, dass diese Dinge genauso geführt werden, wie es notwendig ist. In dem Moment, wo du auf dem Weg des Kriegers bist, ist es einfach total notwendig, dass du dieses Vertrauen hast. In diesem Moment, wo du auf dem Pfad des Kriegers bist, wirst du sofort geführt. Ist alles um dich herum Zeichen, Omen, Hinweise. Kann gar nicht anders sein. Dieser Weg ist so extrem in dieser Spannungsspirale der alten Schamanen und des Rates der Zeit. Du kommst da, selbst wenn du es gar nicht spürst, bist du da schon drin im Grunde. Und so ist es ja auch, ja. Also es ist diese Spirale des Rates der Zeit, diese Spannung, die wirkt ja über ihre Grenzen hinaus. Und ja, wir müssen im Grunde einfach uns da widerstandslos in diesen Fluss hineinbegeben, damit diese Dinge einfach auch sich erfüllen können, so wie es sein soll. Damit sich diese Dinge fügen können. Und ja, ich denk gerne dann diese bildlichen Gedanken, wo sozusagen diese Dinge sich zusammenführen, wo diese Dinge in was Besseres übergehen, ja, in noch was Machtvolleres und Kraftvolleres, und das Erkennen einfach dann da ist und das Bewusstsein gewachsen ist, weil Bewusstsein ist immer Glück. Bewusstsein ist immer Glück, weil im Bewusstsein nur kannst du wachsen, und nur im Bewusstsein, im Vertrauen, kannst du das Bewusstsein erlangen. Und Vertrauen bedeutet immer Glück, weil du genau weißt, dass das deine innerste Wahl ist und dass das alles selbstprophezeiende Erfüllungen sind. Deine eigene Magie. Ja, genau.